Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Need for Speed Underground 1. Wir spielen das auf einer PS2 und direkt weiter, Fehler sind teuer. Keine zweite Chance. Ja, wir werden hier wieder Platz 2 erreichen höchstwahrscheinlich und ich hoffe, wir gewinnen jetzt die Heckstoßstange, damit wir endlich mal komplett hier Karosserietuning machen können, ey. Warum kriegen wir die Heckstoßstange erst so spät? Warum nicht alles auf einmal? Naja, ist auch egal, ich möchte jetzt auch mich nicht aufregen. Ich mache das jetzt gerade auch, aber naja. Aber habe ich euch schon gesagt, wie geil unser Wagen aussieht? Ich nehme mal jetzt diese Abkürzung. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schneller ist. Ja, vom Gefühl her, nein. Also ja schon, eigentlich, wenn man nur den Weg auch richtig nimmt. Und so habe ich die Kurve auf jeden Fall nicht gut genommen. Ja, komm. Gib ihn! Jo. Okay, so paaren sich also Autos. Das haben wir auch jetzt mal eigentlich gelernt. Also diese Folge kann auch vielleicht sehr lehrreich sein hier. Was laber ich hier? Keine Ahnung. Ist auch die letzte Aufnahme in dieser Session. Ne? Das ist die vierte Aufnahme. Ich mache immer pro Session 4 Aufnahmen. Am einem Sonntag. Und ja, so nehme ich mal auf. Ich produziere alles immer vor. Und nicht immer, dass ich jetzt zwei Stunden vorher das Spiel spiele und dann hochlade und das Video veröffentliche. Nein. Ich produziere alles vor. Und lade es dann hoch und man kann ja auf YouTube einstellen, dass hier nach und nach die Folgen freigeschaltet werden. Das ist echt cool. Und so arbeite ich die ganze Zeit. So, auch mal kurz erklärt, wie ich hier die Videos produziere. Auch nice. Wie komme ich auf dieses Thema? Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Ach so, ja, weil ich darüber gerade gesprochen habe, dass ich ja, ein bisschen crazy drauf bin wegen der letzten Aufnahme für dieser Session. Ja, ja. Und falls ihr wissen möchtet, wie groß so eine Datei ist hier, Videodatei, 1 GB durchschnittlich, wenn die Videos 20 Minuten lang ist. Okay, gut, dass ich da ein bisschen gebremst. Oh, das ist nur noch das Ziel. Okay, ganz schnell Nitro nehmen. Gut, dass ich da gebremst habe. Der Aufbau war jetzt nicht krass. Ach ja. Eigenlob stinkt ein bisschen, aber da muss ich sagen. Ach, das habe ich gut gemacht. Okay. Und jetzt bitte Heck. Alter, was ist mit der Heckschuhstange los? Warum kriegen wir das so spät, ey? Warum kriegen wir diese blöde Heckschuhstange so spät? Nachspielzeit, hä? Das Spiel ist gerade zu Ende und der Verkehr wird mörderisch sein. Ja, geil. Aber hier sollen wir jetzt die Heckschuhstange. Also, ey, komm bitte, Heckschuhstange. Bitte, please. Aber, ja, Verkehr ist ja voll, ne? Ach, komm, wir schaffen das schon irgendwie. Was ich mich überfrage, hier sind noch so viele Zeitschriften, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Das können wir uns gerne gleich nochmal anschauen, welche Zeitschriften uns fehlen. Ich habe keine Ahnung, wie die freischalten. Wahrscheinlich für irgendwie Lackierung oder so. Wir müssen alle Vinyl-Slots benutzen oder so ähnlich. Das könnten wir vielleicht beim allerletzten Rennen dann machen. Dann werden wir hier richtig, eine richtig krass verrückte Lackierung nehmen. So, natürlich fährt hier keine Autos, aber jetzt sollten Autos kommen hier. Und die Supra fährt natürlich hier diesen krassesten Umweg, den man nur nehmen kann eigentlich. Okay, ich sehe hier keine Autos jetzt aktuell. Und ich muss hochschalten. Ich vergesse andauernd hochzuschalten. Oh, ja. Kaum das allererste Auto schon Kollision. Geil. Ich nehme jetzt hier direkt mal die Abkürzung. So, ein bisschen Nitro können wir auch ruhig nehmen. Wir haben so viel Nitro. Ich vergesse andauernd, dass wir schon Stufe 3 hier haben und Stufe 3 hat so viel Nitro. So, bitte. Okay, da ist ein Auto. Und da ist wieder ein Auto rechts. Selbe Spur. Okay. Einigermaßen ausgewichen. Bin noch ein bisschen Zeit verloren. So, hier kommen auch noch Autos. Oh. Hier müssen wir aufpassen. Hier fahren auch gerne Autos entlang. Was ist das eigentlich für eine Gegend? Ne? Das fahre ich nicht andauernd. Oh, wow. Warum fahre ich so knapp hier entlang? Keine Ahnung. Ey, hier sind keine Autos. Ja, lol. Was meint das Spiel hier? Mörderisch voll und so, ne? Hier sind keine Autos. Junge. Ja, kein Wunder. Da ist auch eine Straßensperre vorne. Es wurden von den Veranstaltern so halt abgesperrt hier. Die Straße. Hier kann keiner auch entlang fahren. Ja, geil. So. Kein Nitro mehr, nein, aber egal. Ist mir egal.
Und Heckstoßstange. Ja, endlich. Oh, ich habe so lange drauf gewartet. So lange habe ich drauf gewartet. Jetzt können wir endlich das geile Auto designen hier, Alter. So richtig geil. So. Fangen wir. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon Hammer aus. Das sieht okay auch gut aus. Ihr kennt mich ja, ich bin so der schlichte Typ. Das sieht aber. Ich glaube, Storm finde ich super geil. Wir können nochmal hier alle selber anschauen. Ne, ich nehme Storm. Storm sieht gut aus. Ja. Definitiv Storm. So, Heckstoßstange. Da können wir ja auch gleich was von Storm nehmen, weil das passt dann zusammen auch. Aber wir gucken mal. Wolfpack. Spider. Warte, ich habe jetzt Wolfpack nicht geguckt. Ja, ja. Ne, das ist so viel Bling Bling. Das ist auch zu krass. Die Lücke fällt. Boah, das ist so heftig. Bäh. Okay, ich fand. Das ist schön. Das ist ganz schlicht Type V. Ja, ganz schlicht. Das gefällt mir sogar. Okay, und jetzt noch zum Schluss. Ne, hier zählt Übergang. Hier muss Übergang auch stimmen. Hier. Spider sieht schon ganz gut aus. Ja. Vortex sieht auch ganz gut aus. Hier. Vortex gefällt mir sehr irgendwie. Okay, hinten. Nee, ist das ein Buckel. Das sieht hässlich aus. Da unten ist so eine Ecke. Gefällt mir auch nicht. Ich bin ganz pingelig, ich weiß, aber so muss das halt, ne? Ich bin ja ganz vorsichtig bei sowas. Ohne Mist? Nee, Storm, nee. Ich habe da irgendwo hinten was gesehen. Type V sieht gut aus. Type V sieht sehr gut aus. Ja. Ich glaube, ich werde Type V nehmen, aber wir gucken nochmal kurz hier Spider an. Nee, Spider ist auch wieder so eine dicke Beule. Nee, dann nehmen wir Type V jetzt. Oh, gefällt mir so. Vielleicht können wir noch irgendwas hier umändern, aber sonst so gefällt mir der Wagen sehr. Vielleicht können wir nochmal kurz gucken, wie wir Rückleuchter. Vielleicht können wir eine Rückleuchter noch nehmen. Oh, da gibt's nur. Achso, ich muss mehrere. Nee. Die Rücklöcher sind die besten hier. Ich mag allgemein so Chrom-Rücklöcher. So, wir können noch. Ja, nee, wir haben erst gerade 7 Minuten. Eddie ist. Oh. Sehr cool. Es heißt, der Sieger des nächsten Rennens landet auf dem Cover von Hot Force. Oh, die Samantha hat wieder mit uns gesprochen. Ich dachte, sie wäre richtig sauer. Mann, ist sauer, dass du wieder die ganze Kohle einheimst. Okay. Wir fahren wieder gegen Eddies Leute anscheinend. Also, Eddies Crew Teil 2 jetzt, ne? Warum hat gerade eben die Samantha mit uns gesprochen? Die ist jetzt auf einmal so nett zu uns. Ja, wir fahren gegen Eddies Kollegen. Ne, nicht Kollegen, sondern gegen Eddies. Ja. Gegen die halt, ne? So, jetzt kenne ich die Abkürzung einigermaßen. Was mache ich da? Ich kenne die Abkürzung einigermaßen, natürlich. Fahr voll gegen die Wand da, ey. Okay. Jetzt verstehe ich, wie das ungefähr aufgebaut ist. Das erste Turnier sind wir auf Rundkursstrecken gefahren. Das ist ja Kurt Lippins Disziplin. Dann fahren wir jetzt hier auf Sprintstrecken, ne? Das ist ja Shells Lippins Disziplin. Und dann höchstwahrscheinlich nochmal ein drittes Turnier. Dann Dragrennen. Und Driften gibt es hier, glaube ich, nicht. Bei Driften gibt es ja keinen E-Sider. Ne? Also ich glaube nicht, dass Dirt von Isai, das gehört immer noch nicht. Ich kann das mal vielleicht irgendwie googeln. Aber ich denke mal, nee. Es gibt bestimmt irgendwelche Theorien oder so, dass Dirt eventuell auch einer von Isai, das gehört. Aber wir wissen gar nicht, wie Dirts Auto aussieht. Und alle Isai, das haben ja halt diese spezielle Lackierung. Na, ich denke mal, keine Ahnung, kann sein, dass er vielleicht einer von den Isai, das ist nur. Das Problem ist halt nur. Wir haben den nie gesehen und der ist auch relativ am Anfang des Spiels da gekommen, Dirt. Und außerdem, Dirt sehen wir auch irgendwie gar nicht mehr jetzt. Hat er etwa aufgehört? Keine Ahnung, ich muss eigentlich Nitro nehmen. Ich hab. Ah, fuck. Ja, Aftertouch Tag da. Die KI hat gebremst sogar. Egal, ich fahr weiter. Auch wenn wir jetzt das Rennen nicht gewinnen. Zweiter werden, das ist die Hauptsache jetzt. Ja, shit. Ist egal. Wir haben noch 2 Rennen vor uns. Immer wenn wir Turniere fahren, dann gewinne ich ein Rennen, meine ich. Das ist irgendwie komisch. Und wenn ich halt so 7 Runden Rennen fahre, dann, ja, gewinne ich. Einigermaßen. Ich weiß nicht, was da abgeht.
Und welche Strecke kommt jetzt? Ich hoffe, dass die Konsole nicht abstürzt wieder. Wie im letzten Part. War schön. Musste da zwei, nur zum Glück nur zwei Rennen wiederholen. Aber wenn ich jetzt hier nochmal. Okay, nee, wir haben ja gerade mal 10 Minuten erst aufgenommen. Also von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Let's go! Ah, mega auf Verkehr achten, ey. Das ist so schlimm hier, ab und an mal. Aber bis jetzt sauber. Bis jetzt sehr sauber gefahren. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ist wirklich so, oder? So, ich kann ein bisschen Nitro auch hier nehmen. Wir haben so viel Nitro, ich kann ruhig jetzt Nitro auch nehmen. Nehmen. Und das Rennen ist auch jetzt nicht besonders lang. Okay. Ich habe schon lange nicht mal die rechts die Abkürzung genommen, weil wir so schnell die Kurve entlang fahren, dass ich keine Zeit habe, da reinzulenken. Beziehungsweise wir halt sehr viel Untersteuern haben hier. Was mache ich da? Ich wollte eigentlich hier innen die Kurve nehmen, aber ja, untersteuern ein bisschen. Sehr viel untersteuern. So, Nitro soll ich jetzt auf jeden Fall aufsparen. Und der Chat darf uns auf jeden Fall nicht überholen. Wir sollen vor Chat landen. So. Achso, ich dachte, ich wollte schon nach links fahren. Kurt ist wieder hinter uns, ey. Warum, Kurt? Warum bist du hinter uns? Ah, jetzt kommt die Stelle hier. Die KI fährt bestimmt die sinnloseste Kurve, den sinnlosesten Weg überhaupt, aber nee. Der fährt hier denselben Weg hier. Oh. Da bin ich ein bisschen begeistert sogar, dass die KI mal keine Kacka baut. Okay, ein bisschen Nitro kann ich nochmal nehmen und dann, wenn wir hier runterfahren, da können wir nochmal Nitro komplett nehmen. Oh mein Gott, der ist ja direkt hinter uns. Und der nutzt bestimmt jetzt Nitro, das mache ich jetzt auch. Ah, so knapp, ey. Puh, Kurt. Nicht schlecht, Kurt. Das war... Ja, ein gutes Duell jetzt, muss ich zugeben. So, Kurt hat das schon echt, war echt schnell. Was schalten wir eigentlich? Wir schalten hier, glaube ich, sogar nichts frei. Wir haben ja alle Leistungsupgrades jetzt. Oh, immer der Start hier, der ist immer so kacka. Und bitte stütz mich ab, der ist echt. PlayStation, oh mein Gott, Entschuldigung. Hm, von mir aus kann ruhig der Chat vor uns sein. Denn wir haben genug Punkte, aber ich möchte ja jedes Rennen gewinnen. Also, come on. Ich glaube, ich werde vielleicht die Heckstoßstange ändern. Weil die Heckstoßstange, die sieht zu simpel aus, oder? Kann es sein? Ist mir so jetzt im Rennen ein bisschen mehr aufgefallen, so als wir das Auto so im Vorschau gesehen haben. Da fand ich eigentlich sogar die Heckstoßstange halt sehr gut vom Aussehen her, aber die ist zu simpel. Vielleicht zu simpel halt. Ja, ich werde vielleicht offscreen nochmal gucken. Ob wir was vielleicht ändern, und das werde ich dann euch im nächsten Part dann am Anfang direkt zeigen. Wenn es überhaupt noch einen nächsten Part gibt, ja natürlich gibt es noch einen nächsten Part. Oh wow, wir sind schon so lange nicht mehr die Kurve gefahren. Ah, das ist schon, ey, das ist fast Nostalgiefahrt hier. Wie wir diese Kurve allein schon nehmen, ey, das ist ja, hier sind wir unser erstes Rennen gefahren. Und auch diese Tunneleinfahrt schon so lange nicht mehr gefahren, oha. Es sind schon locker 30, 40 Rennen gewesen zuletzt, dass wir zuletzt hier gefahren sind. So, aber egal. Wir haben gegen Chat auch sogar gewonnen. Der Chat, der war jetzt auch nicht besonders schnell in seinen Lieblingsdisziplinen, ne? Der hat gerade mal 10 Punkte, der ist doch der Letzte. What? Schande. Okay, wir sind jetzt auf irgendeine Titelseite jetzt. Schön. Für das Gewinnen aller Turniere. Oh! Okay. Krass, du auf dem Cover von Hot Force. Wir haben alle Turniere gewonnen. Es kommen jetzt keine Turniere mehr. Okay. Oh nein, die Strecke. Okay, letztes Rennen für heute. Fahre gegen drei der aggressivsten Fahrer in einem Gunka und Chinatown. Ja, aggressivsten Fahrer, Gummibandeffekt, diese Strecke. Das wird lustig.
Ja, zumindest die richtige Richtung. Hier fahre ich, glaube ich, ein bisschen besser. Als auf die, wenn wir in eine andere Richtung fahren. So. Die wichtigste Frage zuerst. Ja, Autos sind hier. Und die Straßenbahn ist auch hier. So. Ich glaube, ich habe das jetzt jede Folge, beziehungsweise jedes Mal, wenn wir auf diese Strecke fahren, hier die Straßenbahn erwähnt. Hundertprozentig. Da bin ich so safe sicher. Oh, ein bisschen Überstein hier. Okay, wir müssen hier nochmal schön Nitro nehmen. Aber Verkehr ist jetzt zum Glück jetzt nicht so groß. Und ich glaube, ich werde jetzt auch Nitro jetzt nicht mehr anfassen, weil ja, wir haben schon gut ordentlich Nitro benutzt. Und vielleicht für die allerletzte Runde nochmal hier nehmen, weil ja, wir haben zwar sehr viel Nitro, aber können wir gut gebrauchen hier. Jo! Ja. Gut, dass die KI da diese Gummibandlinie genommen hat. Jetzt hat sich der Gegner gedreht. Kein Auto? Jawohl. Oh, das Lied ist so geil. Ecstatics, richtig geile Band. Habe ich als Kind auch sogar privat gerne gehört, so andere Lieder von denen auch. Mit Linkin Park zusammen, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars. Welche Band habe ich noch so gehört als Kind? Ich habe sogar ein bisschen Bring Me the Horizon geholt 2008, Chelsea Smile und sowas. So richtig Deathcore-mäßig. Also Deathcore ist jetzt nicht Chelsea Smile, aber ja, halt andere Lieder auch. Ich glaube wirklich, durch Nitro Speed höre ich jetzt auch halt härtere Musik auch. Also so hart ist das Lied jetzt nicht und ja, jawohl, wieder ein bisschen Wiede hier. So, ein bisschen Nitro können wir schon durchnehmen hier. Ja, da rastet aus. Ach man, diese blöde Mülltonnen hier, müssen die unbedingt so sauber leben hier? Müssen die unbedingt hier Mülltonnen herumstellen? Die können doch die ganzen Sachen einfach aufs Meer schmeißen. Nein, das sind, nein. Bitte nicht ernst nehmen, was ich jetzt gesagt habe. Das war ein Scherz von mir. Ich habe schwarzen Humor, ja, also bitte. Aber auf jeden Fall nicht ins Meer reinschmeißen. Die ganzen Sachen, Plastiksachen und sowas, das ist einfach nur assi. Aber viele machen das ja unbewusst auch, glaube ich. Aber es ist jetzt auch egal, wir spielen ein Spiel und nicht über die Welt reden wir jetzt. Das können wir ja in Discord machen. Ha, gute Schleichwerbung für meinen Discord-Server. In der Videobeschreibung findet ihr einen Discord-Server. Einladungslink. Und da könnt ihr gerne mit uns ein bisschen Trash-Talken. Und auch sogar ein bisschen, ein bisschen reden können wir auch sogar auch. So, und komm. Ich mache jetzt hier Wallride. Ich fühle mich immer hier sicherer, wenn ich Wallride nehme. Und ey, ohne Mist, ey. Ach, der ist direkt hinter uns. So, Nitro werde ich jetzt ganz zum Schluss nehmen und der hat irgendwie die Kurve nicht gut getroffen. Oha, was geht denn hier ab? Ach, das Lied ist auch cool. Story of the Year, auch geile Band. Habe ich aber irgendwie als Kind nie gehört so richtig. Das war mir ein bisschen zu amerikanisch dann. Yo, das war knapp, ey. Das war vom Spiel so gewollt, dass es so knapp wird, ey. 100%. Okay. Oh, souverän gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, komm, vielleicht ein Rennen? Ah, ist ein bisschen, wie viele Runden? 7, nee. Ja, dann war es das auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.